Eben diese Emeralds, die gibt es ja auf Hydoria, glaube ich, auch unter anderem. Wow, was war das für eine Combo? Holy shit, okay. If I was the sinner, would you be the preacher? Would you be my... Moin Leute und seid herzlich willkommen zu einer Folge Bed Wars auf dem Xeventer Server heute mal wieder. Und es wurde mir sehr, sehr oft in die Kommentare geschrieben, ich soll noch mal wieder Bed Wars Challenges machen oder überhaupt mal Challenges. Und ja, das machen wir heute. Und zwar die No Gold Challenge, was für mich persönlich nicht eine wirklich schwierige Challenge ist. Sie sagt nämlich einfach, dass man kein Gold benutzen darf in der gesamten Runde. Und ich, da ja sowieso, wenn Gold benutzt, dann ein Eisenschwert kauft damit und er grundsätzlich eh nie im Boden oder sowas kauft. Ich kann behaupten, es ist nicht wirklich schwierig für mich. Deshalb, aber trotzdem versuche ich irgendwie die Challenge oder so zu schaffen. Da ist schon ja in der Mitte, oder ja, dort sind Silverspawn ist gut. Und wir spielen die Map Jungle. Ja, ist eine geile Map eigentlich. Ich habe die noch nie gespielt. Aber sie sieht schon mal geil aus. Für den Anfang auf jeden Fall. So, und da ein gutes Team sind, baue ich mich hier direkt weiter. Ah man, jetzt baut sich der Juri mich rein und jetzt ist natürlich wieder alles unsichtbar. 1-8 sei Dank. Ja, hallo. Ist ein Erzsatz schon in der Mitte? Läuft bei denen. Na gut, dann würde ich sagen, bringt es eh nichts, wenn ich jetzt hier auch einfach zur Mitte gehe. Ich schaue mal, wo das Bett ist und baue das mal ein oder versuche es wenigstens mal. Ja. Und es gibt auch nicht irgendwelches Thema anzusprechen. Auf jeden Fall ist heute Sonntag und morgen ist Montag und übermorgen ist Dienstag und irgendwann ist dann mal Sommerferien und ja. Ich wollte eigentlich doch hier ein Thema nicht ansprechen, Mann. Wie Video Days eigentlich, wollte ich mal ganz kurz drüber reden, weil gestern waren ja, diese Video Days gestern Abend, die ich auch mitverfolgt habe, auf dem Livestream halt von SRF. Und ich habe bereits geschlagen, okay. Lol. ja, ich habe die auch mitverfolgt und da hat ja eben, es waren viele Leute nominiert, es haben viele Leute gewonnen und so weiter. Also, ich habe mir zuerst gesagt, nee, eigentlich interessiert es mich nicht, eigentlich schaue ich mir das nicht an. Und dann habe ich dann einfach auf Twitch gesehen, ja doch, Video Days ist am Streamen. Und dann habe ich dann doch reingeschaut beim Streamen von den, vom Videopreis. Stimmt, Videopreis ist eigentlich, habe ich jetzt die ganze Zeit Video Days gesagt. Ja, kann sein. GG-Multi. Ja, eigentlich habe ich dann so gedacht, ja nee, eigentlich interessiert sich eigentlich gar nicht. Und ich wollte eigentlich mir das gar nicht erst anschauen. Ich habe einfach deinen Livestream mal geschaut und dann... Und es war doch eine chillige Atmosphäre da drin. Und ja, was ist passiert? So, eigentlich ist gar nicht so viel passiert. Eben Gronkh hatte für Person of the Year, glaube ich, gewonnen. Oder Personality of the Year, sowas. Und ich denke mal, wer es interessiert, der wird es eh mitbekommen haben. Und ich möchte euch auch nicht mit irgendwas langweilen, wenn es euch gar nicht interessiert. Ich wollte es einfach kurz angesprochen haben, dass ich das ja auch miterlebt habe oder mitgeschaut habe. Aber eben grundsätzlich, zuerst interessiert hat es mich gar nicht. Und sie hatten einfach doch gedacht, ja doch, komm, gib's dir jetzt und dann hab's dann doch noch angeschaut. Gut, aber eigentlich gibt's auch ein anderes Thema, was ich ansprechen wollte, aber ich jetzt auch wieder vergessen habe. Egal, auf jeden Fall No Gold Challenge. Darauf wollen wir uns fokussieren. Einfach mal so, wieder mal eine Bed Wars Challenge. Ich glaube, ich habe eine einzige Mal versucht zu machen, aber habe es dann nicht geschafft und das war die sogenannte Abfucker Challenge. Das heißt, man baut einfach so schnell wie möglich alle Betten ab, glaube ich, oder? Ich glaube, es war die Abfucker-Challenge. Das heißt, man muss einfach so schnell wie möglich alle möglichen Betten abbauen, damit man halt die Gegner richtig abfuckt oder so. Keine Ahnung, die ist ja die vom Crafting Pack, glaube ich, die Challenge. Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall hat er sie mal gespielt. Und ich habe es bei ihm mal gesehen. So, das ist nicht unbedingt gar gut, wie ich das Bett einbaue, aber juckt mich nicht. Ich will auf jeden Fall mal zur Mitte gehen gleich. So, ja, ich habe auch gestreamt heute Morgen und dann auch noch Logo gehostet und ich habe Logo noch subscribed, weil Twitch Money und so, ja, ihr wisst Bescheid. Nicht Spaß, auf jeden Fall, ich kenne halt Logo auch doch schon ein bisschen länger. Und habe jetzt heute mal einen Sub gegönnt, weil er gesagt, jo, er hat uns ja auch heute in meinem Stream vorbeigeschaut. Der liebe Logo, und das hat mich echt ein bisschen geflasht, im ersten Moment, als ich einfach gesehen habe, ja, oh, live Logo ist da. Und er schreibt einfach so in den Chat, so, und jetzt Party. Ich fand es ja nicht lustig. Ja, er war 10 Minuten oder so da, glaube ich, in meinem Stream. Aber das hat mich sehr überrascht, dass er da war. Und ja, danach habe ich einfach gesagt, ja, jetzt schauen wir bei ihm im Stream vorbei und dann habe ich ihm auch einen Sub gegönnt. So, ja gut, ich glaube, das Bett hier können wir eh abbauen. Und man sehen, ich weiß nicht. Eine bessere Spitzhacke finde ich mitnehmen sollen. Helf mir doch mal, schreibt der andere von unserem Team. Ja gut, was auch immer man dem helfen soll.
Ja, den kann man nicht mal helfen wahrscheinlich. So, das Wetter weg. So. Den können wir töten. Ich auch. Achso, ich habe so ein anderes Bett abgebaut vorhin, ne? Ah, die viele Leute ich ja gerade töten. So, mal, wurde unser Bett abgebaut. Das Bett von Rot wurde abgebaut. Dem Rot ist ausgeschieden. Okay, ich habe das Bett von Rot abgebaut. Ich glaube, Moment mal, da können wir jetzt mal gucken. Okay. Grün ist auf jeden Fall noch, sind auf jeden Fall noch 4 Spieler. Ne, blau, meine ich. Mann, wirf mich dumm. Gut, also konzentrieren wir uns auch mal ein bisschen auf die Runde. Wir haben mich also vorhin, ich sollte ja nicht in die Brain-Aufgaben stehen. Sonst wird es irgendwie ein. Keine Ahnung. Ein komisches Video, aber das soll nicht das Ziel. Gut, wie gesagt, anzusprechen war heute nicht viel. Ich meine, man muss ja auch nicht immer was ansprechen, wenn man nichts anzusprechen hat. Auf jeden Fall, ich mache heute eine Runde Bad Wars, ja. Das ist der Fakt und ich hoffe, euch gefällt's. Meine Junge, das kommt jetzt so rüber, als ob ich total gelangweilt in dem Video, ne? Cool. Es gibt ein Sharpness 3 Schwert. Okay, das ist neu auf Xevento auf jeden Fall. Eigentlich wollte ich ein SG wieder mal aufnehmen auf Xevento. Allerdings, Junge, das SG auf Xevento ist so komisch in letzter Zeit. Es ist einfach ganz anders als auf Gommel. Mit dem Schlagen vor allem. Wenn man Leute schlägt, man weiß nie, ob man sie jetzt wirklich trifft oder ob sie einem selbst wirklich treffen. Das ist wirklich ganz komisch, finde ich persönlich. Und deshalb bringe ich an dem Moment auch keine Skillfunks-Vento. Und eben auf Gomme, ich muss einfach auf Gomme stundenlang aufnehmen, bis ich irgendwie mal eine gute Runde habe. Und deshalb kann man ja gut mal Bad Wars und Jumpling einfach so bringen. Ich meine, Jumpling und Bad Wars sind dabei sehr gefeiert und das freue mich auch sehr. Da will ich auch Props an die treue Community und an alle Leute, die hier treu dabei sind. Und wieder mal, dann gibt es eigentlich noch weitere Schwerter. Oh, das ist geil. Ja, ich glaube, eine Axt gibt es eigentlich bei uns auf dem Community-Server auch. Ja genau, Community-Server. Das ist ein Thema, was auch noch erwähnenswert wäre. Denn unser Community-Server ist resettet worden. So, den haben wir gekillt. Den kriegen wir auch noch. So, ich habe die Mitte gleich wieder. Oh, ich darf kein Gold benutzen. Nicht vergessen. So, Moment mal. Da gehen zu uns, ne? Lol, da war ja da, okay. Achso, es ist ein Gelber. Ich bin dumm. Wir sind ja Team Gelb. Wir sind ja Team Gelb. Ich muss einfach aufpassen, dass niemand zu uns kommt. So, du ja kannst runter, tschüss. Und das Gold muss auch mal schon runterschmeißen, weil ich darf kein Gold benutzen. Ich kill einfach die ganze Zeit Leute jetzt. Ich möchte meine Equip eigentlich auch gar nicht verlieren. Gut, Team Rot ist ausgerottet. Das Bett von Team Gelb wurde abgebaut. Ja, nice. Okay. Nicht so geil. Weil so viel weiß sind wir Team Gelb. Und hier oben gibt es Emeralds. Okay, das ist gut. Emeralds gibt es ja nur auf Xevento auch. Genau, ne. Auf Hidora gibt es auch Xevento. Alter, was darf ich heute für Scheiße, Leute? Sorry, tut mir echt leid. So ein Sneaky, ich weiß nicht, ob mich sieht. Ne, Emeralds gibt es auf Mann! Was ist das für ein scheiß Video am Ende? Ne, sorry Leute, echt. Eben diese Emeralds, die gibt es auf Hydoria, glaube ich, auch unter anderem. Boah, was war das für eine Combo? Holy shit, okay. PvP-technisch habe ich eben doch noch ein bisschen was drauf, ja. Gut, auf jeden Fall, wir sind immer noch zu dritt. Und ich will jetzt meinem Team irgendwie auch nicht schaden. Das heißt, wir sollen doch irgendwie doch mal zu blau gehen, vielleicht gleich. Mal sehen. Lol. Nicht rausfallen! Nein, nein, nein! Ah, fuck. Oh, fuck, sorry. Rausfallen vor und ich kann sagen, aber. Okay. Es war ja die. War eine unterhaltsame Runde. Ich meine, ich habe ein Bett abgebaut, ich habe Leute getötet, ich habe und ich habe Themen angesprochen. Auf jeden Fall, Leute. Ja, das war's vom heutigen Video. Wir sehen uns morgen. Genau, morgen ist wieder ein Stream. Habe ich eigentlich gesagt, ne? Was habe ich gesagt? Oh, warum bin ich so verplant? Ich sollte. Wahrscheinlich, weil ich schon seit 6 Stunden wach bin oder so und es ist jetzt gerade 12:30 circa. Also 12:39 Uhr ist gerade und ich habe noch nichts gegessen heute, Mann. Muss ich auch noch tun. Egal. Verplant. Einfach Hashtag verplant. Ohne Scheiß. Macht's gut, Leute. Wir sehen uns morgen wieder im Stream und damit doch beim nächsten Video.